Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen am Freitag zu einer Spiegellegung. Ja, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Hier geht es nicht darum, wer von den beiden der Schönste ist, sondern was ihr euch spiegelt in eurem Seelenpartnerprozess, in eurem großen Heilungsprozess, in eurem großen Lernprozess. Was sind hier die Themen, was darf gelernt werden? Wir schauen in einer Neunerlegung über das Erhard Aliquando Orakel von der Yonanda Latura, die Geschichte bist du. Schauen wir nochmal ganz detailliert rein, was denkt er, was fühlt er, was wird er tun und genauso auf deiner Seite Gedanken, Gefühle und die nächsten Schritte. Aber bevor wir dazu kommen, schnappe ich mir schon mal Jack Spezzanos Liebeskarten, Orakel der Liebe, Karten der Liebe. Und da werden wir erstmal feststellen, wie der aktuelle Stand ist. Aber bei der Gelegenheit, by the way, ich habe gesehen, dass wir heute nicht mit den Kifferkarten legen, sondern mit Erhard Aliquando. Das ist unser neuer Insider, wie ihr in den Kommentaren festgestellt habt. Ich möchte nochmal, by the way, darauf hinweisen, dass ich am 21.06. zur Tag-Nacht-Gleiche, zur Sommersonnenwende, ein Herzöffnungsritual durchführen möchte. Also bei all denen, wo das der die gegenüber in einem Zustand sind, dass man das Gefühl hat, die halten sich bewusst zurück, die haben ein Mäuerchen hochgezogen, die wollen die Liebe nicht spüren und nicht zulassen, da macht so eine Herzöffnung durchaus Sinn. Sein Paarritual wird in Bezug auf dich durchgeführt und findet natürlich auf seelischer Ebene statt. Wer genaueres dazu wissen möchte, schaut nochmal bitte in die Infobox. Aber wer weitere Fragen hat, gerne an die unten stehende WhatsApp-Nummer oder E-Mail-Adresse. Ein weiterer wichtiger Termin ist der 17.07. Gehe ich jetzt schon drauf ein, weil ich weiß, dass ihr mich dann überrennen werdet, wenn ich konkret dazu Bildchen mache und euch konkret erzähle, was es wird. 17.07. der nördliche Mondknoten, der für die Seelenpaare, für die Seelenpartnerschaft per se steht, wandert in das nächste Haus für die nächsten anderthalb Jahre. Ein krasser Umbruch in Seelenpartnerschaften wird zum 17.07. von mir erwartet und deswegen nutze ich auch diese Tagesenergien, um ein Seelenpartner-Liebesritual durchzuführen. Und was haben wir noch zum Monatsende, zum ab dem 28.06. beginnt ein Portaltagskorridor von wieder mal 10 Portaltagen, die uns auf diese Umbruchzeit im Juli vorbereiten sollen. Und wer sich da so ein bisschen alleine fühlt, wer gerne Unterstützung braucht, wer merkt, dass es alles nicht so einfach ist mit den Portaltagen, wo es eben schwer vonstatten geht und ihr Hilfe benötigt, der kann sich gerne auch, ihr findet dazu auch schon die Informationen in der Infobox für diesen Portaltagskorridor mit täglicher Begleitung bei mir anmelden. So, das war das Vorwort, by the way. Und wir starten mit den Karten von Jack Spezzano und wollen wissen, wie eure aktuelle Situation ist. So, ich sortiere wieder mal die Probleme. Ja. Was ist passiert bei euch? Es ist ein Herzensbruch geschehen. Es kam zu einer schmerzvollen Situation. Wie es aussieht, spielte eine weitere Person eine Rolle. Untreue ist das große Thema. Entweder wurdest du von deinem Partner betrogen oder du hast deinen Liebsten auserkoren und er hat sich über kurz oder lang, bevor er sich auf dich einlassen konnte, mit einer Testkandidatin eingelassen. Insgesamt ist das aber nicht das einzigste Thema. Er hat ein bisschen Angst vor dir, er hat Angst davor, dir nicht zu genügen, er hat Angst davor, deine Erwartungen nicht zu erfüllen. Er sieht sich ja in deinem Schatten, er sieht sich nicht als zweites Licht, er sieht sich nicht auf Augenhöhe mit dir. Er sitzt hier auf der untersten Stufe und fühlt sich so ein bisschen als Verlierer und weiß nicht, was er dir zu bieten hat oder glaubt, deinen Anforderungen nicht zu genügen. Das sind die großen Probleme. Einhergehend mit den Problemen ist ganz viel Vertrauen gefragt, vermutlich, weil es nach diesem Herzensbruch, nach der Untreue-Situation auch zu einem Kontaktabbruch gekommen ist. Damit
weißt du gar nicht, was so richtig auf der anderen Seite passiert. Und es ist hier eine Menge Vertrauen gefragt, mit dem Wissen, dass es einfach eine besondere Liebe zwischen euch ist. Vertrauen darauf, dass sich diese Situation lösen wird, dass es eine Gnade gibt, eine Gnade in der Form, dass ihr wieder zusammengeführt werdet. Ja, es ist manchmal schwierig zu verstehen, aber ich habe diese Woche auch wieder einige dieser Telefonate geführt. Es ist eine unschöne Situation entstanden, es hat sich jemand für eine andere Partnerin entschieden und doch weißt du, dass es derjenige ist, mit dem du eigentlich zusammenleben möchtest, dass kein anderer, der dir über den Weg läuft, ihm das Wasser reichen kann oder in irgendeiner Weise dieser Liebesverbindung nahe kommt. Und deswegen ist es ja auch häufig schwierig, eben im Vertrauen zu bleiben. Aber die Karten sagen hier auch, vertraue darauf, die Begnadigung wird kommen. Das ist eine karmische Situation, die ihr beide durchleben solltet. Und ja, im Grunde genommen geht es darum, zu akzeptieren, dass er noch erfahren darf, dass du die Richtige bist, dass die Person, auf die er sich eingelassen hat, jetzt nicht das ist, was für ihn bestimmt ist. Ja? So sieht es aktuell über die Karten hier aus. Ich habe euch schon erklärt, ich habe Erat Aliquando natürlich zwei Decks gekauft bei der Yonanda, um so eine Spiegellegung machen zu können. Und habe jetzt einmal für ihn Karten ausgelegt auf Gedanken, Gefühle, was wird er tun? Und das Gleiche auch für dich. Du als Zuschauer bist in dieser Legung hier die Dame. Ja, und dann starten wir auch schon. Was geht ihm durch den Kopf? Wir haben die 7 Meilenstiefel, die Maus und die Nachtigall, Abendlied der wahren Liebe. Ja. Was geht ihm durch den Kopf? Dass er schnell sein muss, dass er seine 7 Meilenstiefel jetzt endlich mal anziehen muss und sich auf den Weg machen muss. Weil er will ja schließlich bei dir erfolgreich sein. Die Maus bei Yonanda ist hier nicht der Verlust, sondern die Maus hat den Schlüssel des Erfolges in der Hand. Das Mäuschen kann nicht nur durchs Schlüsselloch schauen, sondern das Mäuschen bekommt auch die Tür auf. Also er möchte erfolgreich sein, er hat im Kopf den Erfolg mit dir und weiß, dass er sich dann nicht mehr viel Zeit dafür lassen darf, dass er schnell sein muss und schneller, als er mit normalen Füßen und Schuhen getragen werden kann. Und deswegen sind hier die 7 Meilenstiefel ganz wichtig, um eine enorme Schnelligkeit reinzubringen, eine enorme Schnelligkeit auf dem Weg zum Glück. Denn er hat verstanden, wir sind im Kopf, wir sind im Bewusstsein, er hat verstanden, dass du seine wahre Liebe bist. Na, ist ja wohl der Wahnsinn, oder? Das ist eine Botschaft. Er macht sich auf den Weg, um erfolgreich zu sein, weil du seine wahre Liebe bist. Und er hat es ganz bewusst im Kopf. Das ist ja schon mal der Hammer, oder? Bei dir liegt der Sankt-Nimmerleins-Tag, der Fuchs und eine leere Karte. Ja, der Sankt-Nimmerleins-Tag ist ein Tag, den es eigentlich nicht gibt. Und worüber denkst du nach? Du denkst darüber nach, ob du dir hier was vormachst, wenn man es mal so zusammennimmt. Ob du die rosarote Brille aufhast, weil du hier auf einen Tag wartest, den es vielleicht gar nicht geben wird. Das schießt dir durch den Kopf, ja? Es fühlt sich alles nicht richtig an, weiter zu warten. Das fühlt sich alles danach an, dass du immer auf der Hut sein musst, immer vorsichtig sein musst, aber du weißt auch für dich gerade noch nicht, wie soll es weitergehen. Ja, du hast noch keinen Plan im Kopf, was du mit ihm tun sollst. Eigentlich würdest du gerne gehen, aber so richtig gehen kannst du nicht. Warum kannst du nicht so richtig gehen? Ne? Gucken wir dann mal weiter, ob wir in den weiteren Karten Erklärungen kriegen. Was fühlt er? Die Schmiede, die Fee und die uralte Eibe. Was fühlt er? Schmiede das Eisen, solange es noch heiß ist. Ja? Also auch auf Herzebene, auch im Unterbewusstsein kommt hier so diese Schnelligkeit, der Faktor des, du musst dich beeilen, du musst etwas tun hinzu. Ja? Er hat dich vermutlich behandelt wie die 13. Fee,
Ja, er hat dich nicht beachtet, er hat dich belogen, er hat dich ans Ende des Tisches gesetzt, also im übertragenen Sinne alle anderen Themen und Personen vorgezogen. Also er hat sich vermutlich zuerst um seinen Job und seine Finanzen gekümmert, andere Personen in seinem Umfeld, Freunde, Kollegen, Familie waren wichtiger als du. Er hat dich unschön behandelt, ja, und das ist ihm im Unterbewusstsein auch klar. Mit der Eibe sagt er, ich transformiere oder ich habe diesen Zustand transformiert. Mir ist klar geworden, wie schäbig ich zu dir war, obwohl du meine wahre Freundin warst, obwohl du immer für mich da warst, obwohl du mir immer geholfen hast. Ich habe mich einfach falsch verhalten. Ich habe einfach dich nicht gewertschätzt, so wie ich das hätte tun sollen. Und das habe ich für mich verstanden und transformiert. Tja, auch auf Herzebene kommt hier Speed rein. Sehr schön. Was fühlst du? Vermissen, der DAX und die Taube. Ja, wie war die Frage vorhin zum Schluss? Warum kannst du nicht weitergehen, ja? Du hast das Gefühl oder du denkst darüber nach, du wartest auf etwas, was eh nie passieren wird und wie es weitergehen soll, weißt du nicht. Ja, warum weißt du das nicht? Weil du nicht einfach weitergehen kannst. Du vermisst ihn von Herzen ganz schrecklich. Ja, also diese Verbundenheit, dieses rote Band, was euch untrennbar miteinander verbindet, ist da und zieht an dir. Ja, du willst gehen und es ist wie so ein Gummi und du schnippst immer wieder zurück. Und mit dem DAX haben wir hier eine Erleuchtung, eine Befreiung, eine neue Veränderung, die mit Kommunikation zu tun hat, die mit Nachrichten zu tun hat. Ja? Also im Kopf sagst du, oh, ich weiß nicht, macht das überhaupt Sinn, hier dran festzuhalten? Macht das überhaupt Sinn, auf ihn ewig zu warten? Dein Herz sagt, oh, ich vermisse sie unglaublich, ich vermisse ihn unglaublich und es wäre doch total schön, wenn einfach mal so Nachrichten eintrudeln würden, wenn es jetzt einfach mal schön wird, ohne dass ich jetzt mir groß noch einen Kopf machen muss und da Nachrichten kommen, die Kommunikation kommt, wir uns wiedersehen. Ja? Also dein Herz ist noch sehr eng bei ihm, dein Herz kann nicht loslassen, dein Herz vermisst die Kommunikation, dein Herz vermisst den Neubeginn, die Nähe mit ihm. Ach, schrecklich, ja? Hört das denn nie auf? Was wird er tun? Durcheinander? Haus aus Stein? Überfluss? Was wird er tun? Es herrscht noch eine ganze Menge Durcheinander in eurer Verbindung, aber auch noch Durcheinander, wie er bestimmte Dinge konkret umsetzt. Aber das, was er weiß, ist, er möchte dir ein Haus aus Stein bauen, ja? Das Haus aus Stein, wenn wir jetzt mal so die Schweinchen, ne, da gibt es ja das aus Stroh, aus Holz und aus Stein. Das Haus aus Stein ist was Stabiles, ist was echt Solides, was Festes. Das schwebt ihm vor. Ja? Er möchte das Chaos beseitigen, das Durcheinander aufheben, in die Stabilität mit dir kommen und endlich dir etwas zurückgeben. Ja? Den Überfluss, er möchte gern mit dir leben, er möchte mit dir die Fülle leben. Und er hat verstanden, dass er dich hier wie die 13. Fee behandelt hat und dass das nicht fair ist und nicht der Wertschätzung entspricht, die du erfahren darfst. Und deswegen wird er dir hier etwas zurückgeben. Es wird der Überfluss, das Geschenk, die Fülle auf dich warten. Juhu! Also ich wünsche wirklich jeden von euch, der hier zuschaut, dass diese Legung eintrifft, weil hier mal wieder klar ist, du siehst das noch ein bisschen kritisch, weil eben bis jetzt nichts passiert ist und bei ihm ist eine ganze Menge klar geworden und es kommen auch die richtigen Schritte. Was machst du? Realität, Geduld, Baum der Welten. Ja, du gehst nicht weiter, sondern deine Realität sieht so aus, weiterhin geduldig zu sein und Dinge zu transformieren, dich selbst gut zu erden. Die Kraft der Natur zu nutzen, die Verbindung nach oben zu suchen, das innere Gleichgewicht, die innere Balance, die
eigene Stabilität zu erhalten. Das ist dein Plan. Ja, in der Realität setzt du das jetzt um und weißt, du musst halt noch ein bisschen geduldig sein. Ja. An sich sehr schön. Ja, es ist hier nicht, oh, ich lege mich hin und weine den ganzen Tag, sondern es ist für dich klar, dass du die Situation akzeptieren musst, dass du in der Geduld bleiben darfst, dass aber auch eine ganze Menge passiert mit dir und mit ihm. Ja, schön, sehr schön. Ganz tolle Legung, finde ich. Ja, also sehr, sehr schöne Botschaften. Ich finde am schönsten so die Mitte. Ja, er hat verstanden, dass das, was er mit dir gemacht hat, nicht richtig war. Und das ist ein sehr schöner Weg zur Erkenntnis. Er hat verstanden, dass er sich um dich bemühen muss, dass du die wahre Liebe bist. Ja? Und das pronto, pronto, pronto. Sehr gut. Was haben wir unterm Deck? Da haben wir den Herrn, also er ist vom Ritter zum König geworden, würde ich mal sagen. Oder vom Buben zum Herrn. Ganz wunderbar, ne? Also es ist eine Entwicklung bei ihm passiert, eine große Transformation. Nicht nur, dass er graue Haare mit dir gekriegt hat, sondern er ist einfach ein Mann geworden. Und was haben wir bei dir? Das Ding hast du schon weggepackt. Den gucken wir gleich nochmal hier rein. Bei dir ist das Spinnrad, ja. Es passiert etwas. Die Fäden werden gewoben, die Fäden werden gesponnen. Und auch wenn du das, wie gesagt, noch nicht siehst, was da draus werden wird, ob es eine Mütze, ein Pullover oder einfach nur ein Faden wird, es passiert etwas. Ja? Das ist sehr, sehr passend zu dem Thema, bleibe geduldig, du siehst nicht, was passiert, die Heilung geschieht, ja? Die Heilung, die Transformation geschieht und es wird ein gutes Ende nehmen, es wird gut werden, definitiv. So, dann gucken wir noch in die Karten von der Doreen Virtue, Engel der Liebe. Was sagen uns die Engel zu euch? Neue Liebe, romantische Gefühle haben dich aufgewühlt. Haha. Super, also eine neue Liebe mit einer alten Person oder? Nein, hier liegt kein anderer Mann in deinem Deck. Es kann nur so sein. Ja, also die Liebe entfacht neu. Toni Camine Salerno, Liebesorakel. Ich möchte bitte noch eine Botschaft, die er dir überbringt. Was sagt er zu dir? Liebe, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Und was sagst du zu ihm? Vertrauen. Um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Ja, sehr schön. Du teilst ihm mit, was du gerade tust, nämlich die Situation zu akzeptieren, wie sie ist und im Vertrauen zu bleiben, dass ihr füreinander bestimmt seid, im Vertrauen zu bleiben, dass er die richtigen Schritte tun wird, im Vertrauen zu bleiben, dass alles gut wird. Ihr Lieben, das war ein wundervoller Start in dieses Wochenende. Ich wünsche wirklich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber man kann es nicht oft genug wiederholen, das ist eine klasse Legung, weil sie einfach darauf abzielt, dass jemand ins Gefühl gekommen ist, dass jemand aber auch vom Verstand her die richtigen Schlüsse zieht, dass jemand verstanden hat, wie er mit dir umgegangen ist und dass das nicht richtig und nicht fair war und dass jetzt alles anders werden darf. Ja? Also hier kommt jemand verändert auf dich zu und ich wünsche es allen, die hier zuschauen, dass ihr diese Veränderung mit diesem Menschen, den ihr so sehr liebt, auch erfahrt, dass dieser Mensch verändert auf euch zukommt und euch ja, zu Füßen liegt und euch eure, also die Liebe gesteht und damit auch ja, wieder ein Stück in Richtung gemeinsam Zusammensein, Partnerschaft, Leben, dass diese Themen alle wieder ja, für dich näher rücken, als du es bisher gesehen hast. Ihr Lieben, habt ein tolles Wochenende mit viel Sonnenschein, mit viel Liebe im Herzen. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.